Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Nicht-ASMR-Video. Ich weiß, dahin keine Bilder. Und zwar freut es mich mega, mal solch ein Video euch zu zeigen. Ich will etwas mehr über mich erzählen, euch meine Freunde näher bringen, einfach ein paar schöne Videoaufnahmen, Bilder zeigen. Und wir machen zwar nicht allzu was Besonderes, wir gehen ein bisschen grillen, vielleicht auf Tour, mal schauen. Aber ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit und ich würde sagen, wir sind dieses Wochenende einfach mal normal und nicht weird und crazy, ne? Man kennt's. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, let's go! We were so bright. Standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love, and I let it in for a moment. Felt like we were floating, baby, I swear. We were golden, it was easy, natural as breathing air. And when the sky went dark, you think I would've known before we let it get this far? I should've let you go. Na, brennt's? Oh Leute, es ist so windig, wie ihr seht. Es ist so krass windig. Aber uns hält das natürlich nicht auf, trotzdem zu grillen. Wie ihr sehen könnt, der in der Mitte ist ein bisschen noch am Durchdrehen, weil wir die gerade zu viele Grillanzünder reingemacht haben. Aber der linke, der ist schon am Brutzeln und der rechte auch, ja. Wir haben natürlich auch wieder alles sauber hinterlassen. Richtig wild aus. Vom Wind. Ich hab meine Tasche drin. Was machen die überhaupt? Pokémon Go. Wir spielen Pokémon Go. In welchem Jahrzehnt leben wir eigentlich hier? 1990 oder was? Fertig mit Grillen. Boah, meine Haare, Leute. Und wir entsorgen jetzt den Müll. Artgerecht natürlich. Ach du Hurensohn, Mann. Hallo. Und dann gehen Hast wir. Hast du etwas darüber gemacht? Nach Hause und dann gehen wir nachher noch weg. Endlich zu Hause. Und wir schauen uns erstmal jetzt Haus des Geldes an. Wir gehen später noch in die Shisha-Bar und ja, mal gucken. Got your words right. Always knew what to say in our fights. Look at us now. Hard as I try, I get halfway up the wall and you pull me down. And when the sky went dark, you think I would have known. Before we let it get this far. Wir sind jetzt auf dem Weg zum leerstehenden Haus. Also das ist so ein großes Gebäude. Also kein großes Gebäude, das ist ein Einfamilienhaus, das leer steht. Und die ganzen persönlichen Sachen und alles noch drin. Aber ihr seht das gleich. Und ja, es sieht so komisch aus, das Licht, ne? Und ja. Okay, ihr Lieben, man sieht leider nichts, aber da befindet sich das leerstehende Haus. Wir sind hier geparkt. Wir stehen hier alle mit unseren Handytaschen. Ich fass mir echt schon in die Hose. Ich habe heftig Angst. Wir waren schon mal bei dem Haus und da war. Welches gehen wir denn jetzt? Sind wir abgehauen? Da sind zwei Stück nebeneinander. Ich habe mega, mega Angst.
Auf jeden Fall waren wir schon mal bei dem Haus und... Ey, was ist hier denn los? Ich glaube, die heißen das ab. Ja, nicht, dass sie jetzt gleich sprengen, Leute, dass wir wieder nach Hause gehen. Das eine, das ist ja nur das eine Haus. Schade. Boah, ey, sie krudelt. Schade. Oh, dann sind wir wieder leider nach Hause. Das war unser Trip. Ich hab die Autos schon mein Freund. Hier geht keiner weg, bis ich da dran war. Ist nicht noch was anderes? Hast du nicht noch ein Haus? Hier in der Nähe, ich überlege gerade. Okay, ich muss kurz überlegen, ob es noch irgendwo was gibt. Ja, und Nummer 2 müssen wir leider jetzt auch zurückfahren, denn wie ihr seht, ist alles mit Stacheldraht und so zu. Und da gab es keine Möglichkeit, da irgendwie anders reinzukommen. Deswegen war es das doch mit unserer Spuk. Ich liege jetzt im Bett und es hat irgendwie nicht so gut geklappt mit den Häusern oder so. War irgendwie ein kleiner Fail. Und irgendwie ist heute auch nichts Aufregendes oder so passiert. Also was ich euch hätte so zeigen können. Ja, ich gehe jetzt gleich noch mich abschminken und ja. Guten Morgen. Moin. Meine Augen und so sind auf angeschwollen. Ja, ihr Lieben. Wir sind jetzt wach und werden erstmal gleich was essen. Also wir werden Brötchen holen und zum Schlachter und so gehen. Und ja, was essen und dann... Mal schauen, was wir heute noch so machen, weil das Wetter ist eigentlich sehr schön. Es sollte richtig, richtig, richtig warm werden. Das ist deine FFM. Na, ihr Lieben, ich weiß, ich sollte mehr vloggen. Oh, Mann. Ich darf das nicht aus den Augen verlieren. Das mal zeigen. Ich habe ja mir einen neuen Hintergrund und so geholt und habe die ganzen Top-Kommentare unter meinen Videos gespeichert, wer die nachher ausdrucken gehen, die dann mit dieser Fotolichterkette am Hintergrund, von meinem schwarzen Hintergrund hängen. Ich hoffe, die Idee wird gut. Das Wetter, ja. Sieht ganz gut aus. Wir werden gleich noch in die Stadt gehen, schön was essen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich kann mich jetzt gerade schlecht filmen, weil ich sehe aus wie... Ja, nicht so gut. Auf jeden Fall werde ich euch mitnehmen. Und hoffentlich passiert heute noch was Aufregendes. Gestern mit dem Haus war ja ein absoluter Fail. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir auch einfach Schiss. Wir hätten da auch rüberklettern können. Aber ich möchte auch nicht ein Video drehen, wo ich irgendwelche Hausfriedensbruch-Sachen begehe. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen... Vorher war es nicht abgesperrt und war einfach nur leer. Und jetzt, wo da wirklich eine Absperrung so ist, werde ich da auch nicht raufklettern. Das gehört sicher nicht. Ja, so, ihr Lieben, dann sehen wir uns gleich. Bis später. Hey ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Da liegt noch meine Schminke. Moin. Und zwar gehen wir jetzt noch in der Stadt was eben essen. Und im Hintergrund sieht man, was ich aufgebaut habe. Ja, es kommt nachher noch in den Streaming- oder Gaming-Raum noch rein, das aufgebaut. Ich habe es jetzt hier nur eben aufgebaut, weil Jonas am Spielen war gerade. Und ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, gehen wir jetzt in die Stadt, was essen und würde sagen, dann sehen wir uns gleich dort. Jo. Leute, unser Essen ist jetzt da. Es gibt erstmal einen dicken Cheeseburger mit Bacon. Da haben wir hier Kamera. Egal. Da haben wir das Fladenbrot, dann noch einen Cheeseburger und da hinten haben wir das gleiche. Wir essen jetzt erstmal und ich sag's euch gleich, ob das gute Ding geschmeckt hat. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Boah, die Straße sieht echt schäbig aus. Wir sind jetzt auf dem Weg. Grüße gehen raus an Kim. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Eisdiele. Wir möchten gerne Eis essen. Und ich zeige euch gleich, was es Schönes gab. Tut mir leid, wenn die Videos nicht allzu heftig aufregend sind, aber wir machen ja auch ein ganz entspanntes Wochenende. Juhu, bis gleich. So ihr Lieben, wir essen jetzt erstmal unser lecker Essen. Ich würde sagen, das war es dann auch mit dem kleinen Vlog vom Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns bei meinem nächsten ASMR-Video. Bis dann. Tschüss.